Step aside to spray. If you come here, very egal. Ready to strike whenever a movement is made. The king of all the birds flew higher than the owl, gloating as he went. The equestrian, whatever beast, didn't want her sleep to come, so she flew to the west, uncalm. Huh? You are here. Use me. Benutz mich. Verdammt. Okay. Kein Plan, was das heißen soll, aber irgendwas wird das ja schon heißen müssen. Auf alle Fälle. Ist das Bild sehr dunkel. Und ich kann zwei Sachen bisher betätigen. Beziehungsweise ich habe erst zwei Betätigungsschalter gefunden. Da ist noch einer. Ah. Dong. Also jetzt habe ich schon mal drei Betätigungssachen gefunden. Für das Ding und das Ding. Und hier für die andere Katze haben wir noch gar nichts. Ha. Ha. Blöde Sache. Naja, für was war das denn mal? Na, ist ja auch egal. So. Erstmal hier lang gehen. Da ist eine Stacheldrahttür, warum nicht, ne? Ist locked. Warum nur? Warum finde ich das gut? Warum nur werde ich gezwungen, hier hochzugehen? Wobei ich doch überhaupt keine Lust habe, hier hochzugehen. Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ah, hier ist das Letzte. Für... Warte mal, der muss zu dem Viech gucken, oder? It is locked. Oh, okay, gut. Das ist das Rätsel. Wir müssen mit diesem unübersetzten Ding da arbeiten. Warte mal, es steht überall, wo der irgendwie hinguckt. Oh, jetzt werden meine English Skills trained, ne? Bin ich mal gespannt, wie ich das lösen muss. Gespeichert habe ich ja bereits. Press it, I dare you. Das ist nur Pferd. Und ich kann das Pferd drehen. Nicht mal. Von mir ist gar nicht das Pferd, das ist das Pferd. Ich mach mal das so, dass es in eine andere Richtung guckt. So. In die Richtung kann es gar nicht gucken. Aber in die. Es guckt immer noch in die gleiche Richtung. Das ist doch ein Scherz. Da passiert doch gar nichts. What the fuck? No, mit Gustav. Sollte ich hier einfach mal reinspringen? Das geht nicht. Finde ich auch gut. Versteckte Tür? Nö. Klein Fabi ist verwehrt. Und denkt sich, WTF. Kann ich auch nicht reingehen. Ha? War der Text nicht ursprünglich mal übersetzt? Totally brainfucked hier. Mein Fakt. Meine ich doch. Böhm. Absolutely keine Ahnung. Charm. Vielleicht müssen wir den Text doch wirklich nochmal genau durchlesen. Aber der ist nicht mal übersetzt. Okay.
Silently she flew, quiet as a whisper in the dark. She came upon a river and headed south. Sie kam über den Fluss und richtete sich nach Süden. Wenn das hier der Fluss ist, dann ist das wohl... Wo ist Süden, verdammt? Dammit! Ohne Spaß, ich bin verwirrt! Leute! Was geht denn hier ab? Erstmal wieder Hardcore Jump'n'Run Style und jetzt sowas hier. Warte mal, hatte ich nicht sogar Munition aufgesammelt, eine Menge? Egal, ich werde erstmal mit Messer rumlaufen. Vielleicht werde ich die Munition später noch mehr brauchen, als ich denke. Wo ist denn South? Warte mal, kann ich da E drücken? An Owl Stager. Wäre ich ja nicht drauf gekommen. A Lion Stager. A Horse Stager. Das ist eine Katze! Dann bleibt uns noch... Lass mich raten, Eagle oder Falcon? Eagle, oder? Garantiert Eagle. Eagle Stager. Alles klar. Na, mi gusta, le mi verwirrt. Vielleicht muss ich doch nochmal ganz zurückgehen. Zu diesem Eingang, wo ich falsch abgebogen bin. Ja, ich mag das hier draußen. Das ist so schön gemütlich. Schaut euch das an, das ist richtig idyllisch hier. Und jetzt wieder zurück. Ja. Ich will nicht. Also dabei haben wir sogar den ganzen Jump'n'Run-Style so geil gemeistert hier. Hier dürfte nichts mehr kommen, theoretisch. Okay, Trigger wird es immer geben, aber... Ich hoffe doch erstmal nicht. So, dann gehen wir mal in die andere Tür rein. Ob da irgendwas Sinnvolles ist, was wir brauchen. Wenn nicht, dann lade ich einfach den nächsten Checkpoint, da brauchen wir nicht wieder durchlatschen. Also hier lang. Nicht. Wo war denn die andere Tür? Hier. Ich gehe nur hier lang, um euch noch ein paar Herzinfarkte für mich zu besorgen. Munition. Boah! Wo ist sie? Wo? Ah, die steckt in mir drin. Das ist irgendwie... Das ist falsch. Die darf nicht in mir drin stecken. Die anderen Türen sind sowieso abgeschlossen. Achso, bin ich jetzt hier nur hergelaufen wegen Munition oder was? Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt alles normal machen, weil der Trigger das alles neu ausgelöst hat. Woher kam ich denn hierher? Okay. Der ganze Scheiß für ein bisschen mehr Munition. Kotz. Ich bleib vorsichtig. So, Jump'n'Run Style. Perfekt. Warte mal, lag da was? Ich glaube, da lag Munition oder sowas auf dem Karton. Lass mich da nochmal rein, bitte. Hier. Nö, haben wir nur einen Aufkleber. Toll. Für nichts und wieder nichts. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Kann man hier irgendwas aus einem Winkel irgendwas Cooles sehen? Ich hasse diese Rätsel. Ich hab hier nicht mal, was das da sein... Was bin ich überhaupt noch auf Deutsch gestellt? Options. Voice. Audio.
Advanced. Co-op Name, naja. Cheap Gunsmoke Effects. Prop Fade Distance Off. Also auf Ultra, das dürfte aber auch kein Problem sein. Welche. Hatte ich das nicht auf Deutsch gestellt? Ha. Huh. Was tun? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Hooray, and up she rises. So. Haben wir denn einen Schlüssel? Nö. Schild. So. Da hat sich was bewegt, der König. Der König der Savanne. Ha, gerettet. Puh. Mein behinderten Sprachfehler zu danken. Der. Bäh. Ergibt no sense. Das ganze Ding hier. Noch ein Selbstbefriedigungsboss. Das geht doch gar nicht. Erstmal hier auf die Couch setzen und das Wasser genießen. Ist das nicht schön? So idyllisch. Na egal. So, und jetzt? Dieser Text, ey. Anstatt sagen, bitte da drücken. Welcome to Gustav Dahl Park. Naja, bla bla. Sie fliegt leise wie ein Flüsterer in der Dunkelheit. Sie flog, sie kam über den Fluss und richtete sich nach Süden. Vier gebeint Carnivore, Carnivore, keine Ahnung, was das heißt, sneakt side by side to his prey, zu seiner Beute, ready to strike whenever a movement has made. Ich denke mal, das wäre der Löwe. The king of all the birds flew higher than the owl, gloating at his went. Das ist der Igel. Und dann das vierte. The equestrian beast didn't want her sleep to come. So she fled to the west uncome. Ja, das ist das Pferd. Wie ich drauf gekommen bin, ich habe keine Ahnung, was equestrian heißt, aber ich weiß, dass equus Latein ist und Pferd bedeutet. Aha. Naja. Officially opened 1995 by politician Jan Eusen. Gustav Dahl Park is a beautiful and award-winning recreation ground originally built as the forecourt for a large and prominent business. Please take your little home with you. Ah, use me, Salford Green, by you guide to Grun. Whatever. Könnt ihr sowieso nicht lesen, weil das dann so verpixelt ist. Aber was zum Fick muss ich machen? Eule? Eule, Süden. Löwe, keine Ahnung. Der, wie, was war Igel auf Deutsch?
Der Adler. Adler, so heißt das Ding. Und das Pferd.